Jolan Trun, willkommen zu einem weiteren spannenden Tag in unserer Galaxis und willkommen zu einem weiteren Kapitel unserer kleinen Schiffsserie. Und heute sprechen wir einmal über die USS Voyager. Ich meine, die Serie dürfte ja eigentlich so ziemlich jeder gesehen haben, deswegen ist die Voyager schon ein sehr bekanntes Schiff. Die Voyager wird aber ein bisschen Arbeit über mehrere Level bedeuten. Warum, das erfährst du gleich. Bevor ich aber in die Details der Voyager einsteige, nochmal der kleine Hinweis: Wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist oder meine Videos magst, abonnier den Kanal doch bitte. Und wenn du das tust, klick auch die kleine Glocke und alle Benachrichtigungen, damit du erfährst, wenn ein neues Video rauskommt. Und jetzt schauen wir uns die Voyager mal ein bisschen genauer an. Das wird auch einen Moment dauern. Die Voyager ist ein Forschungsschiff. Das Kampfdreieck kennst du, sie ist stark gegen Abfangjäger, schwach gegen Kampfschiffe, hat aber schon mit sehr speziellen Feinden hier zu tun. Aber durch ihre Warp-Reichweite und wenn du sie upgradest, ihre Stärke, kannst du sie sicherlich auch für andere Sachen einsetzen. Aber besonders stark ist sie gegen Delta-Quadranten-Feinde und das sieht man auch an ihrer Schiffsfähigkeit. Fühlt sich an wie zu Hause, damit ist aber in dem Fall der Delta-Quadrant gemeint. Denn die Voyager vergrößert den Basisschaden um 50.000% gegen Feinde, die eben diese Delta-Quadrant-Kennzeichnung haben. Das kennst du vielleicht auch von den Texas-Klasse-Feinden, aber hier geht es um Delta-Quadrant-Feinde. Das ist immer aktiv, da brauchst du nichts zu machen, das ist einfach so. Sie hat aber noch zwei Fähigkeiten. Das eine sind die fortgeschrittenen Sensoren. Enthüllt bis zu einem Feind, der sich im derzeit besetzten System vor deinen Sensoren versteckt. Da kommen wir gleich nochmal dazu, das zeige ich dir. Und außerdem gibt es den Astrometrie-Scan. Das war wirklich was Schönes Neues, als sie das eingeführt haben, weil das gab es vorher in dem Spiel nicht. Wenn ein Spieler dir ziemlich auf die Nerven ging, hast du nie die Chance gehabt, seine Basis zu finden, außer du hast wirklich jedes einzelne System in der Galaxis per Hand abgesucht. Und mit der Voyager kannst du jetzt über die Fähigkeit ein feindliches Schiff anklicken, die Fähigkeit benutzen und es zeigt dir, wo seine Basis ist. Also nettes, kleines Ding. Bevor wir aber die Fähigkeiten gleich mal demonstrieren, kommen wir einmal zu der Tatsache, wie man die Voyager bekommt. Wenn du Ops 30 erreicht hast, oder ich muss vorher schon sagen, die Voyager, dieses epische Vier-Sterne-Schiff, ist ein Schiffswerf 34-Schiff. Trotzdem müssen wir jetzt schon mal über Ops 30 reden. Denn es gibt eine Voyager-Raffinerie, auf die wir gleich im Detail noch eingehen. Die bekommst du mit Ops 30. Und hier kannst du eben, wenn du im Delta-Quadranten, was wir gleich machen, Herogen-Feinde jagst, Teile eintauschen, also diese Herogen-Beute, das sind diese Herogen-Relikte, gegen Voyager-Baupläne eintauschen. Und das musst du halt so lange machen, bis du die vollen Teile für die Voyager hast. Und dann, wenn du Ops 34 erreichst, kannst du die Voyager bauen. Wenn du die Voyager gebaut hast, gibt es dann hier noch ein paar andere nette Teile. Es gibt einmal den Herogen-Beute-Austausch. Ich gehe da jetzt nicht im Detail drauf ein, die Voyager-Raffinerie, da habe ich ja schon mal ein eigenes Video drüber gemacht. Aber du kannst die Herogen-Beute hier eintauschen, du kannst die Spezies 8472-Beute eintauschen. Wie man die bekommt, das machen wir gleich. Du kannst Anomalieproben und seltene Anomalieproben hier eintauschen. Und zwar für einen Haufen netter Sachen, auch für andere Schiffe, unter anderem die Franklin A, die Devor, die Cerritos, die Amalgam. Aber wie gesagt, ein Voyager-Raffinerie-Video habe ich schon mal gemacht. Das können wir hier jetzt ein bisschen kurz fassen. Da habe ich dann auch dafür gesorgt, dass man in diese Sachen reinschauen kann. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal zu machen. Du musst allerdings im Delta-Quadranten gegen ein paar Feinde kämpfen. Und mir fällt gerade ein, dass ich manchmal durcheinander komme mit meinen Kanälen. Das Voyager-Raffinerie-Video mache ich nochmal extra. Ich habe es gemacht auf Englisch, aber ich habe es, glaube ich, noch nicht gemacht auf Deutsch. Aber
Die Raffinerie-Videos mache ich immer extra separat von den Schiffen, nochmal im Detail, deswegen passt das auch hier. Und jetzt gehen wir trotzdem schauen, wie man die Feinde bekämpft und wo. Also bevor ich ins System reingehe, noch einmal der kleine Blick. Der Delta-Quadrant ist hier oben, sozusagen oben links, wenn du sonst in der Galaxis bist. Da sind dann Föderationsteile. Und das fängt hier für dich an, in diesem Bereich mit Kallak und so weiter, und geht dann eben durch verschiedene andere Systeme durch. Dann hier oben, ach Quatsch, dann über Marlon Vortex, Velixis und so weiter, bis dann in viel höhere Teile, wo ich dann jetzt zumindest schon mal im Level 54-System bin. Und hier gibt es verschiedene Systeme. Es gibt einmal das System, wo ich jetzt gerade bin, wo man frei hinkommt. Es gibt verschiedene Systeme, wo man Token braucht, also Delta-Quadrant-Warp-Zellen. Und da gibt es dann nochmal unterschiedliche Systeme. Es gibt welche mit Namen, wo man ganz andere Tokens für braucht. Und es gibt diese mit den Nummern, wo man diese Warp-Zellen für braucht. Das eine ist ein System, wo man die Anomalien holt. Da gehen wir gleich einmal hin, wie hier dieses FSEP 247. Das sind immer die, wo es diese Anomalien gibt, wo man dann den Voyager als Minenschiff einsetzt. Und die anderen mit den Delta-Quadrant-Borg-Koordinaten, dort kann man Schiffsteile bekommen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal das Normale an. Du wirst, wie gesagt, in diesen Bereichen hier anfangen, Herogen zu jagen. Da kann ich jetzt nicht reinschauen, weil diese Systeme alle wieder zum Nicht-Reingucken sind. Also du wirst hier so im Bereich Marlon und Vortex anfangen, Herogen zu jagen und auch Spezies 8472 zu jagen. Wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt aber in meinem System. Und da gehen wir jetzt mal ins System rein. Hier habe ich diese Herogen. In dem Fall Herogen-Jäger Elite, und die haben als Beute eben diese Herogen-Relikte. Und die brauchst du ja am Anfang, wenn du Ops 30 erreicht hast, um Baupläne für die Voyager zu bekommen, und wenn du die Voyager dann hast, um sie in der Raffinerie einzutauschen. Das Schöne, dass der jetzt vor die Nase fliegt, es gibt auch Herogen-Transportfrachter, die sind aber so selten wie die Ferengi. Die geben dann einiges mehr an Herogen-Relikten. Deswegen gucken wir mal, ob ich den überlebe. Und dann schauen wir mal, wie viel er jetzt für mich gebracht hat. Da habe ich nämlich gleich 7000 Herogen-Relikte von einem Transporter bekommen. Die sind aber, wie gesagt, selten, und da musst du ein bisschen Glück haben, dass die auftauchen. Ansonsten wirst du halt diese ganz normalen Herogen jagen, um diese Relikte zu sammeln. Es gibt aber auch noch die Spezies 8472. Und dafür brauchst du eine der Fähigkeiten der Voyager. Also muss ich mal ein bisschen reinzoomen, gleich, damit man es auch sieht. Die Herogen-Jäger sehen ja so aus, wie du sie aus der Serie kennst. Und um Spezies 8472 zu sehen, brauchst du diese fortschrittlichen Sensoren. Damit wird eben ein Feind enthüllt, der sich deinen Sensoren, vor deinen Sensoren versteckt hat. Im Endeffekt tauchen die hier einfach nur auf. Aber du musst dafür bezahlen, und zwar mit Deuterium-Kanistern. Die bekommst du auch aus der Voyager-Raffinerie, und die brauchst du, um das zu bezahlen. Die normalen Kosten sind 500. Bei mir sind es 323, weil ich Neelix mit auf der Brücke habe. Ich habe jetzt meine Crew nicht großartig geändert, aber ich habe Neelix mit draufgepackt, um das zu zeigen. Also es ist jetzt keine Jagdcrew normalerweise für das, was ich hier mache. Ich habe einfach gerade eine wilde Crew, aber Neelix auf der Brücke, damit dieses Aktivieren günstiger wird. Denn 323 statt 500 aufgrund meines Neelix. Und ich habe Trip Tucker unter Deck, weil er sowohl für Herogen als auch für Spezies 8472 einen Beutebonus gibt. Das heißt, Neelix auf der Brücke, Trip Tucker unter Deck. Und dann kannst du einmal öfter rufen, weil du weniger von den Deuterium-Kanistern brauchst für einmal rufen. Und du bekommst mehr Beute, weil Trip Tucker eben diese Beute
verstärkt. Und jetzt schauen wir einfach, was passiert, wenn ich drauf drücke. Dann kommt jetzt gleich von irgendwo ein Spezies 8472 Schiff angeschossen. Ich gucke jetzt nicht den ganzen Weg, weil ich lasse es lieber ein bisschen freier hier. Da ist es. Die Schiffe kennst du ja aus der Serie genauso. Nur durch den Zoom sieht man jetzt halt, dass sie hier auch so aussehen. Und jetzt ist wieder irgendwas hängen geblieben. Allerdings bei mir, warum auch immer. Aber es hat funktioniert. Aber das machen wir jetzt noch einmal, weil die Cooldown-Zeit ist jetzt nicht mega lang. Wir rufen nochmal ein, weil das jetzt gerade, die Cooldown-Zeit sind gerade mal 45 Sekunden. Und dann können wir uns nochmal ein ordentlich anschauen. Ach, die Grafik spielt auch jetzt so wieder nicht mit. Okay, dann ist das mal wieder so. Ja, im Moment ist der Wurm drin. Aus irgendeinem Grund hat sich gerade Siri auch noch eingemischt. Aber dass das Schiff nicht angezeigt wurde, war jetzt nicht Siri. Das war jetzt wieder Scopely. Auf jeden Fall sammelst du so dann wiederum andere Beute ein, nämlich die exotischen Biotoxine. Die brauchst du auch für Umtauschgeschichten in der Voyager-Raffinerie. Das war also eine der zwei Fähigkeiten. Die zweite, dafür bräuchten wir einen anderen Spieler hier, ist aber im Moment nicht. Das können wir aber hier gleich mal kurz gucken, ob einer da ist, weil wir noch einmal kurz in dieses FSEP 247 gehen müssen. Dafür muss ich bezahlen mit Delta Quadrant Warp Zellen. Die bekommst du auch über die Raffinerie. Ich habe auch über 100, weil ich die gar nicht alle im Moment ausgeben kann. Aber die brauchst du, um in die Systeme zu kommen, wo man dann eben Anomalien abbauen kann. So, und jetzt schauen wir mal in das System rein. Da gibt es einmal gewöhnliche Anomalieproben und es gibt, wir haben gerade Glück, seltene Anomalieproben. Meistens sind hier sehr viel gewöhnliche und erst wenn man welche von denen abgebaut hat, erscheinen dann wieder diese außergewöhnlichen oder seltenen. Und das war jetzt wirklich Glück, dass wir beides hier haben. Die kann man tatsächlich nur mit der Voyager schnell abbauen. Wenn ich jetzt mal auf eine davon gehe, wirst du sehen, die normalen, da kann ich innerhalb von Sekunden jetzt 150.000 oder 155.000 abbauen. Bei dem Ding dauert es länger, wenn das jetzt voll ist mit 700.000, brauche ich eine Viertelstunde. Aber das funktioniert nur mit der Voyager und eben durchs Upgraden und durch die Voyager-Forschung, wo wir gleich noch kurz drüber reden, geht das so schnell. Wenn mit jedem anderen Schiff, wenn du hier mit Minenschiffen und so weiter ankommst, dauert das ewig und du belegst diese Knoten und die sind gerade in Events, es gibt auch ab und zu Events, wo du das Zeug abbauen musst, dann sehr gefragt, weil du siehst, ein System hat jetzt gerade mal, ich habe nie mehr als zwei von diesen seltenen Knoten in einem System gesehen und so viele von den normalen sind auch nicht da. Und wenn dann irgendwelche Typen über Tage mit einem Minenschiff diese Knoten blockieren, weil sich eben diese seltenen auch nur regenerieren, wenn man die anderen wieder verlässt, wenn sie leer sind, da werden einige schon sauer. Bei uns auf dem Server zum Beispiel darf man hier jedes Schiff abschießen auf so einem Knoten, das keine Voyager ist, weil die Leute einfach nur die Knoten blockieren und einem das Leben zur Hölle machen. Deswegen darf man bei uns jedes Schiff abschießen, das keine Voyager ist auf so einem Knoten. Weil du, wie gesagt, gesehen hast, jetzt in ein paar Sekunden habe ich den Knoten schon wieder fertig. Und wie gesagt, für die 155.000, du siehst, ich kann 71 Millionen pro Stunde davon abbauen. Da sind 155.000 gar nichts. Wenn du das dann mal schaust, wenn wir schon gerade hier sind, ich kann von den 145.000 mit meiner World of War kann ich 5.000 abbauen pro Stunde. Von den seltenen 228 pro Stunde. Das macht die Leute wahnsinnig. Und selbst mit meiner Nova sind 286 oder hier 6700. Und deswegen ist das bei uns auf dem Server tatsächlich so geregelt, dass man alle anderen hier drauf abschießen darf, die keine Voyager sind, weil das wirklich nur mit der Voyager Sinn macht.
In den Systemen gibt es dann auch nochmal Bioschiffe, die du nicht herbeirufen musst, die sind immer zu sehen. Und die haben nämlich nicht nur die Biotoxine, sondern die haben als Beute gewöhnliche Anomalieproben, seltene Anomalieproben und exotische Biotoxine, also das, was Spezies 8472 immer mitbringt. Aber da hast du dann eben deinen Token nicht verschwendet. Wenn du hier reinfliegst und alles ist voll, weil zum Beispiel gerade Event ist, kannst du immer noch die Bioschiffe abschießen und trotzdem Anomalieproben mitnehmen. Das ist also der kleine Vorteil. Dann schicken wir die Voyager mal eben zu einem anderen System. Ja, aber die Voyager und nicht irgendein anderes Schiff, weil das. Du siehst, es gibt hier manchmal diese Schnellstrecken. Die muss man über Missionen freischalten. Du siehst, hier ist sie noch blockiert, aber hier habe ich sie freigeschaltet. Das heißt, ich muss nicht immer den langen Bogen fliegen. Ich kann schnell durch, weil ich diese Missionen abgeschlossen habe. Die kommen halt mit Voyager Level und so weiter. Und hier siehst du wieder, auch zu dem nächsten System muss ich diese Delta Quadranten Borg-Koordinaten bezahlen, um dann da reinzufliegen. Das sind dann diese Token-Systeme mit Namen. Das geht los hier bei Chalika, wo man Delta-Quadrant Borg-Koordinaten braucht. Das ist jetzt nichts, was du gleich zu Anfang machen wirst. Und hier siehst du noch so ein FSEP 505, das ist das kleinste für die Anomaliegeschichten. Aber die Systeme wie Chalika nicht sofort am ersten Tag hinfliegen, das wird nicht so ganz funktionieren, wenn du deine Voyager hast, sobald du die ersten Token hast. Aber diese Token bekommst du eben auch über deine Beutekisten. Und du hast gesehen, ich habe über 2000 davon schon wieder, weil ich auch gar nicht dazu komme, die so oft zu benutzen, wie ich es gerne täte. Aber auch diese Tokensysteme haben nette Eigenheiten. Diese FSEP eben dann für den Abbau von Anomalien und diese anderen Systeme mit den Delta-Quadrant-Borg-Koordinaten haben wieder sowas ganz Eigenes. Aber trotzdem wollte ich einmal vorher noch auf die Forschung eingehen, bevor ich dir das zeige. Denn es gibt natürlich auch, wie ich es schon erwähnt habe, eine Voyager-Forschung und die Teile für die Forschung bekommst du eben auch über die Raffinerie. Und die ist bei den Raumschiffen. Und da müssen wir ein bisschen scrollen. Je mehr Schiffe es gibt, desto mehr gibt es dann auch zu erforschen. Denn hier gibt es dann die Missionen für diese Schnellwege zum Beispiel. Aber es gibt auch Verbesserungen der Voyager. Aber es gibt eben auch andere Verbesserungen hier, die generell für alle funktionieren. Zum Beispiel die Warp-Geschwindigkeit an sich. Die Impulsgeschwindigkeit kann hier verbessert werden. Dann, wie gesagt, noch spezielle Sachen für die Voyager. Es gibt aber wichtige Sachen hier, wie die Feindesbergung, wo du dann mehr bekommst. Die haben ja echt geschrieben, erhöht die Basisbeute, die durch das Abknallen von Feinden. Manchmal sind sie witzig. Auf jeden Fall ist auch diese Forschung für die Voyager nicht ganz unwichtig. Und die Teile, um zu forschen, bekommst du auch wiederum über die Raffinerie, wenn du Hirogen und Spezies 8472 gejagt hast oder mit Scopleys Worten abgeknallt hast. Aber jetzt schauen wir einmal in das nächste System rein, wo wir jetzt reingeflogen sind. Das System mit den Borg-Koordinaten. Hier gibt es assimilierte Schiffe, und zwar Kampfschiffe, Forschungsschiffe und Abfangjäger. Und das sind halt Föderationsschiffe, romulanische Schiffe und klingonische Schiffe. Und die bringen als Beute dann kaputte Forschungsschiffteile, also 4-Sterne-Forschungsschiffteile in diesem Fall des Systems oder eben kaputte Abfangschiffteile, Kampfschiffteile, die brauche ich jetzt persönlich nicht mehr. Aber dieses ist sicherlich für Leute, die noch im 4-Sterne-Bereich unterwegs sind, eine Riesenhilfe, sich hier schnell mal zerbrochene Kampfschiffteile für die Umwandlung in ihrer Raffinerie zu holen. Das ist jetzt aber für den Bereich ab gerade
die ab Level 42 werden das sehr zu schätzen wissen. Aber dieses System hat auch noch ein kleines Geheimnis. Und da muss ich mal wieder kurz reinzoomen und hoffen, dass es jetzt funktioniert. Indem wir nämlich noch einmal unsere fortschrittlichen Sensoren benutzen und einmal gucken, was dann da passiert. Wenn es denn passiert. Das ist leider das Problem im Moment, dass ich nicht immer garantieren kann, dass das kommt, was ich hier erwarte. Doch, da ist er. Da kommt nämlich kein Bioschiff, sondern hier kommt ein Borg-Kubus. Und das ist ein Assimilierungsdatenwürfel, haben die das genannt. Und der wird jetzt gegen meine Voyager kämpfen. Und dann zeige ich dir mal, was es da gegeben hat. Schauen wir mal. Nee, Quatsch, nicht darüber. Soll ich das umschalten? Muss man eben hier rüber gehen. Und da muss ich leider zweimal drauf drücken, weil ich meine Monavin unterwegs ist. Ach, das war ja der Mist, dass man die hier auch nicht sieht. Okay, dann. Ich kann es dir sagen, du siehst es im Inventar, aber leider nicht da angezeigt. Einmal gucken, ob das jetzt Materialien da war. Ich muss gleich nochmal einrufen, damit du siehst, was der jeweilige bringt. Du siehst diese klingonischen Nachrichten, Föderationsnachrichten und romulanische Nachrichten. Die bekommst du von diesen Borg-Datenkuben. Nicht alle und auch immer unterschiedliche Mengen, aber du siehst, ich habe zum Teil extrem viel von dem Zeug, wie die Föderationsnachrichten. Und die habe ich darüber bekommen, dass ich diese Borg-Kuben hier gejagt habe. Und jetzt versuchen wir mal noch einzurufen und dann schnell genug zu klicken, dass ich dir die Beute zeigen kann. Wenn er denn auftaucht, da ist er. Und da schauen wir mal in die Beute. Für den bekomme ich dann nämlich klingonische Nachrichten und Föderationsnachrichten. Und wenn ich ihn zerstöre, aber ich lasse ja angreifen sozusagen, aber die kann man hier herbeirufen in diesem System. Ja, das schafft er jetzt nicht mehr mit einem Kampf, das anzuzeigen. In den Systemen, wo man eben diese assimilierten Feinde auch jagen kann. Das sind, wie gesagt, Missalub ist das zweite, Shalika ist das erste, wo es damit anfängt. Und auch dort kann man diese Borg-Kuben rufen. Laut Scopely gibt es auch noch eine bestimmte Form der Voyager, die da irgendwo herbeigerufen werden kann. In keinem der normalen Systeme, wo das eigentlich sein soll, habe ich das je gesehen. Deswegen kann ich das leider nicht bestätigen und darüber reden. Aber es soll da noch eine bestimmte Voyager-Form geben, die da erscheinen kann als Gegner, wo man dann auch eine neue Option in der Raffinerie bekommt. Aber wie gesagt, mir ist die nie begegnet in der ganzen Zeit und deshalb kann ich dazu leider nichts sagen. Ich habe es auch nur gelesen. Aber ansonsten bringt die Voyager einen Haufen gute Sachen mit sich, wie eben, ich nutze diese Nachrichten jeden Tag, um mehr Fraktionscredits zu holen bei allen drei Fraktionen. Deswegen ist das schon eine schöne Sache mit diesen Borg-Koordinaten. Aber auch diese Anomaliesammlungen und Herojen und Bioschiffe jagen, ist halt alles wieder diese ganze zusätzliche Arbeit. Und davon kriegen wir immer mehr. Aber die Voyager war etwas, wo man sich ein bisschen reinfuchsen musste, als die nagelneu war. Aber über die habe ich mich jetzt nicht aufgeregt wie über manche andere Sachen, wie bei der NX-01 oder sowas, weil die Voyager schon einige nette Sachen mitgebracht hat, auch dann in der Raffinerie. Aber wie gesagt, da gibt es dann nochmal ein eigenes Video zu. Wenn du zur Voyager jetzt noch was hinzufügen möchtest, das war jetzt ja ein bisschen viel, dann schreib es bitte in die Kommentare. Wenn du sonst allgemeine Fragen hast, Videowünsche, du weißt, ich lese die Kommentare regelmäßig. Und wenn du auch jetzt noch ein weiteres Video sehen willst, trotz der Länge dieses Videos, dann ist da im Endscreen noch eins für dich. Ich sehe dich dann da. I'll be back.